Lachen, ja, aber worüber? Denn die Zeiten sind ernst. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Ich möchte Ihnen meinen Freund Bayram vorstellen. Bayram kommt aus dem Kosovo, arbeitet auf dem Viktualienmarkt. Und wir zwei, wir haben etwas gemeinsam. Nämlich, wir sind das, was man im Bayerischen, glaube ich, Zurgroaste nennt. Aber Freunde, ich muss euch sagen, wenn jemand Bayram heißt und in Bayern lebt, ist grundsätzlich mehr richtig als falsch. Stimmt doch. Siehst du? Und aus diesem Grund bin auch ich vor über 20 Jahren hierher gekommen. Und Integrationsprobleme haben wir, glaube ich, nie gehabt. Viel Spaß. Ja, bitte. Ja, gut. Ja, bitte. Grüß Gott, ich möchte einen Asylantrag stellen und ich benötige eine Lizenz für die Straßenmusik in der Fußgängerzone. Also, Hinterdubler, warte mal, du hast einen komischen Vogel da. Können Sie sich ausweisen? Muss man das auch schon selber machen? Ja, Humor hat er auch noch. Ja, wo kommt er denn überhaupt her? Ich bin Osteuropäer, ich komme aus Oberschlesien, ich komme aus Boblowitz, das liegt zwischen Holleschitz, Machowitz, Dirschowitz, Wejowitz, Richtung Leobschitz, Katowitz, Dirschowitz. Aus da bin ich von. Moment, da ist ja für Sie eher der Bernd Posselt zuständig. Nie gehört. Was? Na. Bernd Posselt? Oh, Bildungslücke. Das ist ein sogenannter Spätvertriebener. Jahrgang 56. Ja? Na, wenn Sie doch bei Ihren Vertriebenen-Treffen irgendwo mal gesehen haben, der fällt gleich auf. Der Posselt, der schaut aus wie der jüngste Sohn vom Saddam Hussein. Ja? Vertriebenen-Treffen gehe ich nicht hin, da sind mir zu viele junge Leute. Ach so, ja, wollen Sie da nicht etwa noch Entschädigungsansprüche da stellen? Nein, mir reicht die Lizenz zum Musizieren. Musizieren? Ja, spielen Sie ein bestimmtes Instrument? Ja, ich habe eine Ziehharmonika, da schauen Sie her, meine kleine Strapsmaus. Aha. Ja, das, da muss ich jetzt einen Hinterdobler fragen, wie wir sowas handhaben, aber irgendwas wird da schon funktionieren. Beruf? Ich bin Jungschlesier, aber ich möchte gern Bayer werden. Das ist gut, da kriegen wir was hin. Ich komme gleich wieder. Ja? Das ist das Schöne an Bayern. Das ist das Schöne! Hier wollen alle hin und keiner will weg. Lasst uns singen. Wir wollen singen. Ich bin ständig auf der Suche nach mir selbst. Gelegentlich lass ich mich dabei liegen. Wenn ich mich gehen lassen würde, ging ich fort. Und wenn ich fliegen könnte, ja, dann würde ich fliegen. Ich war in Portugal, in Spanien und Sizilien. Ich war in London, in Paris, ich war in Wien. Ich war in Afrika, in Asien und Brasilien. Ich war in Bagdad, in Beirut und in Berlin. Ich suchte auf der ganzen Welt nach meinem wahren Ich. Und als ich gar nicht mehr dran glaubte, saß es plötzlich neben mir. Das war im Münchner Hofbräuhaus bei einer Häupen Bier. Es sagte, grüß Gott. Es gab mir die Hand, es schaute mich an. Da habe ich erkannt, ich wär gern ein Bayer. Ich träum von den Bergen, hier möchte ich leben und hier darf ich sterben. Hier tret ich jeden Morgen glücklich vor das Haus. Wenn ich ein Bayer wär, sähe alles anders aus. Da hätte ich jeden Mittag Sauerkraut mit Haxen und in der Volkshochschule lernte ich Dialekt. Ich dachte niemals nie zurück an Niedersachsen. Und mein Weißbier wäre mit allerfeinstem Weißbierschaum bedeckt. Und ich besuchte all die Wittelsbacher Bauten. Und nach Feierabend fänd ich in der Sturmmusi ruhen. Ich entdeckte meine Vorliebe für Rauten. Und ich hörte den Trompeten beim Trompetenecho zu. Und in der Meisterschaft halte ich zum FC Bayern. Und selbstverständlich führe ich einen BMW. Ich fände sicher täglich einen Grund zum Feiern und selbst die Kruzifixe täten mir nicht weh. Und meine Liebe gelte Knödel und den Brezen und dann Gamsbart und verzierte meinen Kopf. Und aus den alten Freunden würden alte Spätzeln und wenn ich lang genug drauf warten würde, wüchs mir auch ein Kropf. Selbstverständlich wäre ich auch katholisch und nach der Sonntagsmesse tränke ich eine Maß. Und beim Juden wäre mir immer melancholisch und beim Fingerhaken hätte ich meinen Spaß. Auf der Suche nach Geborgenheit und nach Identität entdeckte ich den Charme alpiner Lebensqualität.
Und wenn ich einmal nicht in Bayern bin, dann würde jeder spüren, da gehörst du hin. Ich wär gern ein Bayer. Ich träum von den Bergen. Hier möchte ich leben. Und hier darf ich sterben. Hier trete ich jeden Morgen glücklich vor mein Haus. Wenn ich ein Bayer wär, sähe alles anders aus. Und wenn's in Bayern nichts wird, dann komme ich zu den Franken. Wissen Sie, was ich an meiner Heidhauser Nachbarschaft besonders schätze? Das ist die Toleranz und die Rücksichtnahme mir gegenüber, weil ich ja als Musikant nicht unbedingt der Leiseste bin. Aber dann lädt man die Nachbarschaft ein, dann kocht man was Nettes, holt sich eine Flasche Wein und auf diese Art und Weise hat man irgendwann den eigenen Nachbarn als persönlichen Laudator. Eigentlich müsste der Andreas den Preis für seine Kochkünste bekommen, denn er ist ein kochender Kabarettist. Er kocht sehr gern und das Essen schmeckt überhaupt nicht traurig. Im Gegenteil, es ist die reine Lebensfreude. Ja, was kann man noch über den Andreas sagen? Er ist eine Sportskanone, er paddelt, er fährt Ski, er joggt, er fährt Auto. Manchmal zu schnell, dann fährt er nicht mehr. Und seine Programme spielt er in ganz Deutschland. Und neben all dem Stress, da hat er auch noch zwei Kinder. Die hat er wahrscheinlich in einer Fado-Pause gezeugt. Aber wie wir alle wissen, steht hinter jedem erfolgreichen Mann eine mindestens ebenso erfolgreiche Frau. Und das ist in diesem Fall die Bernadette. Da sitzt sie. Deshalb, liebe Bernadette, gratulieren wir dir und deinem Mann sehr herzlich zum Bayerischen Kabarettpreis 2013. Der Bayerische Kabarettpreis 2013 in der Kategorie Musikkabarett für Andreas Remers. Mein Name ist Andreas Remers. Ich singe Arbeiterlieder in der Tradition Brecht und Bohlen. Brecht für Menschen, die wo die Bildung haben. Bohlen für die anderen. Wir wollen niemanden ausgrenzen. Wir wollen an so einem Abend nicht danach fragen, was uns trennt, sondern wir wollen fragen, was uns verbindet. Ich bin ja links, aber ich verdiene auch ganz gut. Also das ist, ich bin links und reich. Das ist natürlich sehr angenehm. Angenehmer als arm und links. Wobei richtig scheiße ist, arm und rechts, dann bist du auch noch doof. Oder, wie man jetzt festgestellt hat, auch gefährlich. Wir wollen singen. Wir wollen singen für Menschen, die am Rande sind. Wir wollen singen für Menschen, die heute nicht bei uns sein können. Wir wollen singen gegen die Dunkelheit. Wir wollen singen gegen die Kälte. Ich singe für euch die Urmutter aller Arbeiterlieder, das Lied Fliesenleger, Fliesenleger. Es gibt dieses Lied in verschiedenen Übersetzungen. Es gibt auch eine hebräische Version, Razaf, Razaf, wohingegen die Fliese Balatot heißt. Es gibt auch eine türkische Version, sie heißt Fayansje, Fayansje. Ich habe mich entschieden, heute Abend die deutsche Version für euch zu singen. Ich präsentiere das Lied Fliesenleger, Fliesenleger mit der freundlichen Unterstützung der Praktiker Baumhändler. Morgens fahre ich früh zur Arbeit, am Abend komme ich spät nach Haus. Am Wochenende gucke ich Fernsehen und am Sonntag schlafe ich aus. Wenn irgendwo was renoviert wird, teil oder total saniert wird, oder baust du dir ein Haus, ohne mich kommst du nicht aus. Dann siehst du mich mit meiner Kelle und dann nehme ich erstmal Maß. Ich schau mich um an Ort und Stelle und dann gebe ich richtig Gas. Wow, 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 Fliesenleger, Fliesenleger, bei mir wird alles gerade und ich mache wow, Fliesenleger, Fliesenleger, aus jeder Ecke eine runde Sache. Und nach Feierabend fahre ich zu mir nach Haus. Sieh mir, wasch mir die Hände, spül die. Was? Das ist so eine Thermoskanne. Es ist eine extra, extra große Arbeiter-Thermoskanne aus Kuba. Für Arbeiter. Post habe ich meistens keine.
Selten schreibt ein Architekt. Am liebsten lese ich Kleinanzeigen. Und vom Praktikerbaumarkt, ja, vom Praktikerbaumarkt, man muss Sponsoren erwähnen, das ist vom Praktikerbaumarkt den Prospekt. Fliesenleger, Fliesenleger, jede Kante gibt mir Richtung, jeder Winkel ist mein Halt. Fliesenleger, Fliesenleger, mein Leben ist die Kunst der Fuge und unvollendet werde ich alt. Wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann wird's mir schnell zu fad. Dann packe ich mein Schwimmzeug ein und fahre an einen See. Und fahre ins Hallenbad. So. Der Bademeister lacht mich an, sagt, Schwimmen ist gesund. Und dann tauche ich durch das Becken zu den Fliesen auf dem Grund. Oh, Fliesenleger, Fliesenleger. Manchmal glaube ich, dass ich zu oft alleine bin. Fliesenleger, Fliesenleger. Und manchmal träume ich nachts von einer Fliesenlegerin. Dankeschön. Halt mich fest, im September haben wir wieder Kanzlertest. Und wer gewinnt, steht auch schon fest. Au! Nicht schon wieder diese Frau. Probleme, die Welt bewegen, geht sie mit Geduld an. Mit verspannten Schultern, zärtlich und sensibel. Mit Quittungsblock und Bibel hängt sie ihren Rüssel in jede Suppenschüssel. Und ihre Gegner haut sie weg, als wären das Partyhäppchen. Alleine steht sie oben auf dem Siegertreppchen. Sie ist Erste, sie ist Zweite und von mir auch die Dritte. Die kann links, die kann rechts. Das ist die deutsche Mitte. Mal mit Rot, mal mit Gelb, mal geduldet, dann gewollt. Es bleibt alles, wie es war. Schwarz, Rot, Gold. Das wird eine Damenwahl. Das wird eine Damenwahl. Aus jedem Wahllokal wird ein Tanzlokal. Die Kanzlerin lässt bitten, elegant und feminin. Sie ist und bleibt nun mal die deutsche Dancing Queen. Oh. Sie ist ihr eigener DJ und sie kennt die deutschen Bühnen. Wenn die anderen im Arsch sind, tanzt die Walzer mit den Grünen. Im Osten gibt es Tango, also ran an Gregor Gysi. Ja, sie kennt den Sozialismus. Oscar, take it easy. Die gibt sie keine Blöße, nicht im Dienst und nicht privat. Die ist und bleibt nun mal die erste Frau im Staat. Regiert uns weiter elegant und konsequent. Die gefühlten Werte liegen schon bei 110%. Wer soll diese Frau noch bremsen? Wer? Es kann nur Philipp Rösler. Oder Peer. Wer? Die Genossen sind per Du, aber Peer ist längst per Du. Seh ich Merkel, denk ich Kohl, ich hab ein Déjà-vu. Erst nach 17 Jahren wurde es um den Dicken enger. Die stellt sich hin und sagt, ich kann noch länger. Länger. Baby, 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 bitte halt mich fest. Die Angie gibt der Bundesrepublik den Rest. Was die Angie kann, das kriegt der Steinbrück gar nicht hin. Der könnte ja nur Kanzler sein, aber keine Kanzlerin. Ich bin ja hier im Viertel in Haidhausen der Checker. Ich bin der Obernachbar. Und ich bin auch zur Stelle, wenn die Menschen Sorgen haben. Wisst ihr, gerade in einer Zeit, wo wieder viel diskutiert wird über Werte oder angebliche Werte, brauchen die Menschen in der Nachbarschaft Trost und Fürsprache. Und ich bin jemand, der grundsätzlich immer danach sucht, was Menschen verbindet. Und gerade deshalb müssen wir auch über das reden, was Menschen trennt. Und das erfordert besonders viel Empathie. Mein Name ist Reverend Rebers, der Hausmeister des Herrn, der Blockwart Gottes. Ihr aber, Brüderinnen und Brüder, ihr dürft Onkel Andi zu mir sagen. Denn ich bin gekommen mit einer frohen Botschaft. Es gibt auf dem Markt des Glaubens ein neues Produkt. Ich habe eine neue Religionsgemeinschaft gegründet. Statt Bigott, Bitok. Ich bin der geistliche Führer der Religionsgemeinschaft der schlesischen Bitoken. Wer sind diese Bitoken, werde ich oft gefragt, Reverend. Und die Antwort kommt prompt. Wir sind eine Gemeinschaft, bestehend aus Gelegenheitsjuden, Teilzeitmuslimen und Ein-Euro-Christen. Da ist für jeden was dabei. Wir haben drei Sonntage in der Woche, das Freitagsgebet, den Schabbat und dann den christlichen Sonntag. Wir haben übers Jahr verteilt nur 36 Arbeitstage. Ich denke, das sollte die meisten von Ihnen ansprechen. Unsere Religion steht natürlich für Integration und für Gemeinsamkeit. Unsere Gotteshäuser heißen Synarchen,
Synoscheen, Kikugen. Das größte Heiligtum meiner Gemeinschaft ist der große Mompel von Poplowitz. Der große Mompel, erbaut durch meine Lieblingsarchitektin Sophia Hagia aus Istanbul. Die hat übrigens das Stadion von Galatasaray auch gebaut. Und sie hat zu mir gesagt, Reverend, ich bin Sunnitin. Ich habe gesagt, du, das bin ich auch gelegentlich. Ja. Sie hat gesagt, sie möchte gern Minarette haben. Ich habe gesagt, kein Problem. Und wir haben Minarette gebaut, herrliche Minarette. Und weil in diesen Minaretten wenig Raum ist für dicke Kirchenglocken, da stehen bei uns in den Minaretten die Rabbiner, wir winken mit Gebetstäppchen und rufen Bimbam. Und dann ist Gottesdienst. Dann haben wir Abendmahl, dann haben wir Mittagskarte und wir grillen auch. Und wir grillen auch. Und wir sagen auch, guter Wein mäßig genossen kann auch in großen Mengen nicht schädlich sein. Deswegen trinken wir auch Alkohol. Dankeschön. Ich liebe euch. Aber, Brüderinnen und Brüder, in dieser gottlosen Zeit, wir haben gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Eure Rede sei ja, nein, nein. Nicht jeder Mensch ist zugänglich für die frohe Botschaft. Ich lebe in München und ich habe eine Nachbarin. In meinem Arbeiterviertel Heidhausen. Meine Nachbarin heißt Sabine Hammer, eine geschiedene Sichel. So fängt es an. Sie ist alleinerziehend, Lehrerin, Vegetarierin, das ganze Programm. Sie ist eine Bolschewikin und sie steckt mit diesen Grünen unter einer Decke. Und sie kommt jeden Tag und sagt, ich bin alleinerziehend, ich werde benachteiligt. Und ich sage, völlig zu Recht. Warum ist sie denn alleinerziehend? Ein Mann verlässt nicht ohne Grund die Familie. Und jetzt schauen wir uns Frau Hammer mal etwas näher an. Seit Wochen, Montag für Montag, demonstriert sie mit Drogensüchtigen und Bolschewisten in München, am Sendlinger Tor, jeden Montag. Und da ruft sie nur, ein schlechtes Gewissen ist ein gutes Gewissen. Und sie sagt, ich bin eine Lichterkette. Ich bin bunt, ich bin bunt, ich bin bunt. Ich sag, Frau Hammer, bunt am Arsch. Bunt. Ich sag, gucken Sie mal Ihr Hammerkind an, das ist blass. Und nicht bunt. Ja, warum ist es blass? Es kriegt kein Fleisch. Das Kind wird großgezogen, wie es viele Grüne machen. Mit Umwelt. Das Kind kriegt Sägespäne. Getrocknete Datteln. Ja? Und Ingwer. Aus diesem Kind wird nichts. Das kann ich gleich sagen. Das macht mein Praktikum als Streuobstwiese. Mehr nicht. Aber dieses Kind. Und daran sieht man das. Wie gefährlich diese Menschen sind. Das Hammerkind. Vaterlos wächst es auf und ohne Glauben. Trägt Helm. Wie die Mutter. Der Helm, das ist die Kriegserklärung an die Zivilgesellschaft. Das Kind trägt Helm. Und der Vater, den keiner kennt, trägt wahrscheinlich auch Helm. Männer, die sich Helme aufsetzen, das ist doch wohl voll Tamso-Blamage, Missgeburten-Style. Kein anständiger Türke, kein Araber, kein Inder würde sich einen Helm aufsetzen. Nur um Fahrrad zu fahren. Das ist doch jämmerlich. Dieses Hammerkind trägt als Kind Helm und provoziert damit andere Kinder, damit er einen aufs Maul kriegt. Das ist so. Das, natürlich. Der Helm, wenn ich, bitte Ruhe. Bitte. Bitte. Ich sag ganz klar, wenn jemand einen Helm aufsetzt, dann will er es auch wissen. Ich sage immer, wenn das der Führer wüsste, dass in diesem Land Kinder Helme tragen. Und neulich kam dieses Hammerkind bei uns über den Hof und ich, wahrhaftig, ich sage euch, ich habe den Hof im Blick. Und ich sagte, Hammerkind, geh mal her. Da kam er, ich habe gemerkt, wie er gezittert hat. Nicht? Ich habe gesagt, Hammerkind, Helm ab zum Gebet. Und ich fragte, Hammerkind, weißt du, was das ist? Der Tag der Scheidung. Und er sprach ganz frech. Meinst du die Scheidung von Mama und Papa? Er hat gesagt, nein, nope. Mama und Papa mussten ja gar nicht geschieden werden. Die waren ja gar nicht verheiratet. Also du bist alles andere als ein Wunschkind. Deine Mutter hat sich ohne die heiligen Sakramente unserer geliebten Mutterkirche hingegeben, den Schoß beflecken lassen. Dieses Ferkel. Da habe ich gesagt, der Tag der Scheidung, Hammerkind, höre die Worte von Onkel Andi. An jenem Tag
wo die Sonne zusammengerollt wird, Sterne vom Himmel stürzen, die Berge zu Staub zerstieben, Flüsse und Meere über die Ufer treten, sich wildes Getier zusammenrottet, die trächtige Kamelstute keine Hilfe findet. An jenem Tag, wo der Vorhang der Himmel beiseite gerissen wird und die Feuer der Hölle angefacht werden, Hammerkind, wirst du brennen. Brennen ad majori dei gloriam. Brennen! Da hat er geheult. Und dann hat er gesagt, was ist das? Da habe ich gesagt, Religionsunterricht. Friede sei mit euch. Wissen Sie, wenn ich in diesen Tagen unsere Schlagzeilen studiere, dann frage ich mich immer wieder, wie schaffen es unsere Medien innerhalb kürzester Zeit, aus den Tätern die eigentlichen Opfer zu machen? Wissen Sie warum? Opfer verkaufen sie nicht so gut. Der Täter ist das bessere Produkt. Und wenn dann noch eine Gesine Schwan kommt und sagt, dieser islamistische Terror ist hausgemacht, dann muss ich allerdings widersprechen. Wenn etwas hausgemacht ist, dann ist es die AfD und diese berühmte Pegida-Bewegung, von der ich übrigens lange nichts gelesen habe. Hi ho, hi ho, die Musik, die macht DJ Joe. Tam pam 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 pam. Hi ho, hi ho, hi, hi ho, hi ho, hi ho. Wir sind. Ich bin, habe mich beraten lassen von einem strenggläubigen Salafisten. Ich habe gefragt, Bruder, stimmt es, dass Allah die Musik verbietet? Und er hat gesagt, ja. Scheiße. Ich bin Musiker. Ich bin ein unbeschnittener Jude. Ich bin ein ungetaufter Christ. Lass mich einfach nur in Ruhe. Leck mich am Arsch, Herr Dschihadist. Ich will nicht deine Rituale. Ich bin mein eigener Planet. Ich habe andere Ideale. Ich habe ein eigenes Gebet. Hey, hey, my, my. Rock'n'Roll will never die. Hi, hey, ho, ho. Here we are and here we go. Die bomben sich durch alle Himmelreiche. Die spielen mit unserem Leben Weltgericht. Sie machen aus der Welt eine Riesenleiche. Paradies ist alles, Leben nichts. Sie töten und das Blut, das fließt, ist bitter. Sie heiligen den Krieg selbst im Gebet. Was ist die Religion der Knochensplitter? Die Sonne weint. Die Sonne weint. Ein Planet vergeht. Hey, hey, my, my. Rock'n'Roll will never die. Hi, hi, ho, ho. Here we are and here we go. Sterne schwimmen, auch unser Auge mit den Sternen schwimmt. Bisweilen doch geschieht es, dass die Stimme der Ewigkeit das Menschenwort vernimmt. Im Himmel voll Gestirne zeigst uns wieder, was du beseelt und fühlend bist, denn seht, Liebe einigt Schwestern und die Brüder.
Sonne weint. Die Sonne weint, wenn ein Planet vergeht. Hey, hey, my, my. Rock'n'Roll will never die. Hi, hi, ho, ho. Here we are and here we go. Quelle heure est-il au paradis? Bonjour, Charlie. In meinem Lieblingszitat von Dieter Hildebrandt sagte er über sich selbst: Ich halte mich für einen begabten Trinker. Das gilt übrigens für die meisten Kabarettisten. Und wissen Sie auch warum? Wenn ich einen halben Liter Cola nehme oder eine Häube Bier, dann weiß ich doch den Unterschied zwischen Imperialismus und Kultur. Prost! Bisschen Ruhe, sonst lasse ich den Saal räumen. Weil wir gerade von Waffen gesprochen haben, ich war neulich einkaufen. Da steht ein Typ an der Käsetheke, zieht eine Pistole. Ich sag, sag mal, was ist denn hier los? Da sagt er, ich will meinen Pfandbon wieder haben. Das war dieser Pfandbon. Dieser Mann hatte einen Pfandbon über 1,39 Euro von der Presse aufgebaust zu 1,40 Euro. Es war seiner. Es war sein Pfandbon. Verstehst du? Und ein Pfandbon ist ja im Grunde genommen ein Wertpapier. Wir sprechen ja auch von der sogenannten Trinkeraktie. Und wenn du dieses Wertpapier praktisch an die Börse bringen willst und du stehst an der Kasse, dann ist das praktisch der Börsengang des kleinen Mannes. So. Andererseits, wenn du ein Wertpapier über 1,39 Euro mit Tucher erwirtschaftest, dann musst du einiges an Genicksport absolvieren, um es mal sportlich auszudrücken. Flüssigkeiten haben Eigenschaften. Flüssigkeiten wollen immer irgendwo hin. Ihr wisst, wovon ich spreche. Wenn du einen Börsengang vorbereitest, unter uns, wer pinkelt schon gerne aufs Parkett? Ja? Dieser Mann ist sich seiner Verantwortung bewusst. Und was tut er? Er hinterlegt seine Aktie an der Kasse, um hinauszugehen, um seine Notdurft zu verrichten. In der Zwischenzeit gerät das Wertpapier in den Blickwinkel der Kassiererin. Und was tut sie? Sie reißt sich das Wertpapier rücksichtslos unter den Nagel, bereichert sich. Zum Glück, Genossinnen und Genossen, bitte Ruhe. Zum Glück wurde sie dabei gelidelt. Und daran, meine sehr verehrten Damen und Herren, daran sieht man, wie wichtig es ist, die unmittelbare, ständige Überwachung des deutschen Volkes und solche Verbrechen gegen die Menschheit unmöglich zu machen. Ich erinnere mich gut, eine Richterin, ich weiß nicht, ich glaube, promoviert hatte sie bei einem gewissen Herrn Filbinger, hat auch gesagt, die fristlose Kündigung der Kassiererin ist rechtskräftig. Denn es handelt sich bei 1,39 Euro um einen nicht unerheblichen Betrag. Manchmal, Brüderinnen und Brüder, Freundinnen und Freunde, manchmal frage ich mich natürlich, 1,39 Euro, ob eigentlich die Damen und Herren in der Hypo Real Estate oder in der Allianz oder in der Europäischen Zentralbank eigentlich wissen, was in diesem Land im eigentlichen Sinne ein nicht unerheblicher Betrag ist. Ist klar, wenn du jetzt irgendwie bei der Hypo Real Estate Milliarden verballerst, bekommst du eine Abfindung. Ja. 7-8-stellig, das ist normal. Ja, aber das eigentliche Verbrechen ist natürlich der Pfandbon. Andererseits gibt es natürlich auch die Frage, warum lässt sich dieser Mann, wenn er schon an die Börse gehen will, warum lässt er sich nicht beraten? Schatz, du brauchst doch auch Beratung. Wir alle müssen beraten werden. Auch ich habe mich beraten lassen von der Firma McKinsey. Kennt ihr Firma McKinsey? Die Mackies, das sind Profis. Ja? Die akquirieren schon im Kindergarten die größten Arschlöcher, wenn da so ein kleiner Rotzlöffel ist von Frau Schlau, der sagt, bevor ich dir mein Pausenbrot gebe, schmeiß ich es weg. Da sagen die von McKinsey, der denkt global, der ist für uns. Also, ich habe mir die Firma McKinsey in mein Unternehmen geholt und sie haben sofort gesagt, Personalabbau. Ich habe gesagt, pass mal auf, du Arschloch, ich bin Solist. So, das ist das Eigentliche. Jetzt bitte, 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 bitte. Bitte. Also. Ich habe zu dem Mann gesagt, ich sage, Kamerad, wenn Sie schon mit Wertpapieren arbeiten, dann machen Sie es richtig. Sie besorgen sich jetzt erstmal einen schönen Anzug und ein schönes Hotelzimmer in einem wirklich guten Hotel.
ja, nicht nur Rind oder sowas, sondern wir nehmen das Adlon in Berlin, bevor es von den Pakistanis in die Luft gejagt wird. Die haben ja nicht viel anderes zu tun. Einen guten Anzug, ein flottes Äußeres, ja. Dann nicht einfach ein Zimmer, sondern wir mieten einen Room, ja. Und jetzt nicht gleich die Präsidentensuite oder sowas, nicht? Man sieht dem Mann schon an, dass er schon länger mit Pfandflaschen gearbeitet hat, nicht? Also, wir nehmen einen normalen Room, und zwar EQT. You take a business room. Ein Business Room mit Loungezugang. Pass mal auf, dann hast du schon Lounge, Room und Business. Und darauf kommt es heute Abend an, auf das Business. Und jetzt gehen wir ins operative Geschäft. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine PowerPoint. Und was wir brauchen, sind natürlich Portfolios, denn darauf kommt es an. So, und jetzt machen wir in den Room ein Check-in. Und in diesem Room wartet auf dich eine Flasche Mineral Water. Ja? Und zwar staatlich Fachinger, damit es auch Linke saufen, so wie ich. Und diese Bottle Mineral Water, Hase, die kostet dich 8 Euro. Ja? Und ich sag zu meinem Klienten, auf Ex, ab dafür. Die säufst du einfach aus. Ganz cool, aussaufen, verstehst du? Und dann gehst du in den nächsten Getränkeshop und dann kaufst du genau dasselbe Produkt, staatlich Fachinger, für 1,50 Euro. Und jetzt tauschen wir die Flaschen aus und jetzt haben wir einen Gewinn vor Steuern von 6,50 Euro. Das ist eine super Marge. Das ist eine super Quote. Besser als Wetten, dass, nicht? Das gucke ich mir erst wieder an, wenn Cindy aus Marzahn öffentlich notgeschlachtet wird. Also ich sage, 6,50 Euro, das ist eine super Quote, ja? Und jetzt bitte, 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 bitte. Wir sind hier mitten in der Beratung. So, und das ist jetzt deine Idee, die Idee des Wassers. Und das wird wichtig sein, nicht? Einige Wasser, darauf kommt es an. Und damit gehen wir jetzt an die Börse. Wie ist denn, kennt ihr noch diesen Sparkassendirektor, diesen Filialleiter hier aus Frankfurt, dieser Ackermann? Der Ackermann hat immer gesagt, aus Ideen werden Märkte. Und ich sage, Kamerad, das ist deine Idee und damit gehst du jetzt an die Börse, ja? Und jetzt steppst du ein bisschen auf dem Parkett. Und wenn dann diese Kettenhunde kommen, die Frau Dr. Merkel gezüchtet hat, nicht die, diese Kettenhunde, die die Humanisierung der Finanzmärkte ein bisschen überwachen wollen. Wenn die dich dann fragen, und jetzt pass genau auf, wenn die dich fragen, sagen Sie mal, wo sind denn Ihre finanziellen Rückhalte, wo haben Sie denn Ihre Sicherheiten? Dann sagst du, ich habe hier noch eine Pfandflasche, ich war noch nicht pieseln, die Blase ist noch gar nicht geplatzt. Also, wo ist das Problem? Noch besser. Listen, please. Noch besser ist, wenn du sagst, ein Vakuum ist kein Leergeschäft. Und wenn du das auf Griechisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch und Französisch kannst, dann wirst du der nächste EZB-Präsident. Und wisst ihr, was der dann gemacht hat? Dann hat er geschossen. Tschüss. Manchmal kann ja die Suche nach dem, was Menschen miteinander verbindet, bizarre Formen annehmen. Wir wollen immer wissen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin. Entschuldigung, bis hierhin. Wo wollen wir hin, ja? Der Mensch möchte sich identifizieren, damit er nicht einsam wird. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wenn er dann auch noch ein schönes gemeinsames Lied hat, dann stimmen die Zutaten für ein richtig gutes Fest. Ich habe einen Bruder, das ist der große Günther. Nicht, der ist einfach körperlich groß. Und das ist der Ältere von uns, ne? Und erbt aber auch nichts. Musst du nicht so gucken. Und der Günther, die organisieren zum Beispiel in Boblowitz immer Günther-Treffen. Das sind also Treffen, da treffen sich Leute, die Günther heißen. Also ganz wenig Frauen, verstehst du? Und deswegen ist ja auch immer gute Stimmung da. Nicht, weil man verträgt sich halt, nicht? Man weiß, mit wem man es zu tun hat. Ja, und das ist auch Integration, nicht? Also Günther zum Beispiel werden teilweise zugelassen. Aber nicht zwingend. Und bei diesen Günther-Treffen, da ist man so zusammen und dann hat man auch ein bisschen Spaß. Man trinkt ein Bier oder auch mal zwei, nicht? Aber man wird nicht frech. Das ist wichtig, ja? So sind die Günther. Und da werden aber auch Referate gehalten, zum Beispiel der Günther im Wandel der Zeit. Nicht? Oder für Menschen mit Abitur und G8 heißt es halt Quo Vadis Günther. Nicht? Und dann kam mein Bruder, weil ich hat gesagt, Andreas, sag mal, könntest du für uns nicht eine kleine Hymne schreiben? Nicht so eine Art Günther, die ich habe gesagt, ich helfe gern. Ich mache euch ein schönes, weißt du, ein Lied, dass wenn es klingt und gesungen wird, dass die anderen sagen, horch, das müssen die Günther sein. Seid ihr bereit? 1, 2, 5 und 3.
Günther mit dem Günther auf das Günther-Treffen geht. Weil der Günther sich mit Günther und dem Günther gut versteht. Gibt der Günther erst dem Günther, dann dem Günther einen aus. Heute kommt ein guter Günther nicht vom Morgen früh noch raus. An den Tischen sitzen Günther neben Günther vis-à-vis. Lacht ein Günther ausgelassen neben Günther wie noch nie. Ist man fröhlich und beisammen, es gibt keinen, der gestört. Heute weiß jeder gute Günther, wo Günther hingehört. Das war das Günther-Treffen. Doch man muss Günther heißen, doch man muss Günther heißen. Ja, man muss Günther heißen, sonst kommt man nicht rein. Unser Günther fragte Günther, hast du Günther schon gesehen? Da sagte Günther, eben sah ich den bei Günther drüben stehen. Günther ging also zu Günther, aber der war nicht mehr da, weil der Günther eben schon bei diesem anderen Günther war. Grüß dich, Günther. Hallo, Günther. Bist du Günther? Oder Günther? Lieber Günther, dieser Günther, das ist der Günther von nebenan. Bruder, Schwager, Onkel, alter Freund und Kamerad. Maurer, Bauer, Prokurist, Lehrer und Soldat. Du sollst uns willkommen sein, egal wie spät es ist. Wichtig ist doch nur, dass du ein Günther bist. Günther treffen. Doch man muss Günther heißen. Man muss Günther heißen. Ja, man muss Günther heißen, sonst kommt man nicht rein. Plötzlich geht die Türe auf, wer will denn da herein? Ich werd verrückt, ich halt's nicht aus, das kann nur Günther. Da war's die Claudia Roth, die hat gesagt. Jetzt wird alles da. Mach's gut, Freunde. Plötzlich. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's dann leider auch schon wieder. Das war Lach doch mit Andreas Rebers. Ein kleiner Gedanke zum Schluss. Wir lernen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn es aber nichts mehr zum Lachen gäbe, dann macht uns auch die Hoffnung keine große Freude mehr. Deswegen zitiere ich gern meinen alten Freund, den Rabbiner Andrew Steinman. Der pflegt zu sagen, der Humor stirbt zuletzt. Dann macht nämlich auch die Hoffnung mehr Spaß. Du bist der Bayram. Du bist der Andreas. Und? Das sind wir daheim.